Danke. Die Lüftung bei Mercedes läuft einfach die ganze Zeit, obwohl du den Schlüssel ziehst. Könnte was bedeuten? Wir fahren nur mit zwei auf einem. Jetzt ernster? Denk mal an Mercedes. Ja, mein Mercedes. Er ist aber kein großer, ein einziger. Also ich jetzt hier. Muss ich einen großen Kescher? Hecht? Ja, brauchen wir hier. Hecht. Wo sind wir hier? Da hinten. Barsch. Hecht und Barsch. Hier läuft doch irgendwas falsch. So, ich hatte erstmal einen Barsch drauf. Kann man hier nur noch nicht sehen, das ist schon ein Lütten geknippelt, ne? Schöner Fisch. Ja, schöner Fisch, echt. Nein, nein. Was jetzt? Die rape him. Ein Tipp möchte ich euch noch auf den Weg geben. Wenn ihr Brillen fallen lasst, lasst sie im Kescher fallen. Das Beste. Oh nee, jetzt war der live dabei. Oh. Verdammte Scheiße. Oh Mann, live dabei, das war der Köder, die Brille ist weg, alles gut. Die Brille weg, alles gut, oder wie heißt das Sprichwort? Fast, ich hab sie gerade erwischt. Die ist auch schnell weg, du hast keine Chance. Ja. Schnell taumelnde Aktion. Wieder leider den nächsten Fehlwiss, vom Haken gerissen und Händen abgebissen, das ist schon ärgerlich. Wieder ein schöner Fisch, den wir verloren. Ihr seht. Habt ihr eh gesehen, auf die Barschalarmfarben beißt's. Zumindest das können wir konstatieren. Oh, jetzt habe ich auch noch einen, aber
Schotter. Kommst du zurecht? Alles gut. Freikörperkultur. Leute, ein wunderschöner Angeltag ist zu Ende gegangen. Da hinten werden noch die Erlebnisse ausgetauscht. Und viel Spaß. Ein paar schöne Fische haben wir gefangen. Nicht allzu viele große Fische, dafür viele kleine. Wir haben ein erfolgreiches Twister-Seminar absolviert, das mit Zertifikat abgeschlossen wurde. Ü40 Barsch. Knappmetriger Hecht. Knapp. Und was sagt ihr? Super, wir sind sehr zufrieden mit dem Tag. Bis auf die Größen, dass sie ein bisschen ausgeblieben sind, aber ansonsten bin ich sehr zufrieden. Was sagen meine Kollegen? War gut, ja. War in Ordnung. Ne? Ich bin zufrieden, besser wie gestern. Was wollten wir mehr? Guter Tag, gute Leute, gute Fische. Und jetzt ist natürlich noch eine sehr spannende Frage offen. Was macht Mercedes? Ja, ja, das ist jetzt die Rache. Schönen Dank. Ich hoffe und bete. Ne? Mehr kann man genau. Nicht machen. Er hat, glaube ich, noch eine Sonnenbrille im Handschuhfach. Naja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, was mit dem Mercedes passiert. Und melden uns dann morgen wieder. So, liebe Leute, herzlich willkommen zum letzten Tag des Barschalam-Treffens an Bord. Und heute an Bord kein geringerer als die Barschalam-Legende schlechthin, Top Snyder. Das hier ist der Sebastian. Moin. Morgen. Oh, hast du ein paar Köder dabei, ja? Ja, ganz viele. Gott sei Dank. Moin, Johannes. Morgen. Können wir endlich los? Sascha. Morgen. Moin. Snyder. Ich habe die Jungs mal Team Höchststrafe genannt, wegen der Zuladung an Bord, weil ein erhöhter Platzmangel herrscht. Warte, ich muss noch ein zweites und drittes Mal gehen. Ja. Ich komme gleich wieder. Wir haben uns zurückgehalten. Johannes, wir sind noch nicht durch. Nein, Leute, es ist so hart bekloppt. Ich habe zwei Ködertäschchen dabei. So, und das Team Mercedes. Lieber Hans-Werner, wie lief das jetzt? Auto ist angesprungen, wir sind zufrieden. Ehrlich? Ja, aber wir mussten alles überlisten. Wie du schon gesagt hast, Daiwa und Mercedes. Darf ich hier nochmal reinhalten? Die neue Ballistik. Die Lache werde ich vermissen, auf jeden Fall. So, dann gehen wir jetzt zum Boot. Oh, ich sehe da mehr Taschen. Das ist so psycho. Manche Leute haben so einen an der Klatsche. Also bei mir, ich habe auch einen an der Klatsche, logisch. Aber ich lasse meinen Tackle dann zu Hause. Auch nicht jeden Scheißdrecksköder mit. Sascha, ich hab's schon gesehen. Leute, guckt's euch an. Es ist. Also, ich hatte gedacht, ihr habt was gelernt. Ne. Das ist nicht euer Ernst. Das ist dein Ernst? Total. Erklär dich. Wir brauchen alles. Wozu? Immer schon, schauen wir mal, wie es ein Köder. Ihr braucht einen Gummifisch, Art, einen 10 Gramm Jig, einen 14 Gramm Jig und ganz vielleicht noch einen mit 18. Das war's. Da angle ich nicht. Bei dem Chaos angel ich nicht mit.
halt gerade die Kamera ausgemacht, ne? Und dann ist die Route kommen. Zing. Ja, riechst du noch echt? Barschalarm. Ja Leute, letzter Ankerplatz. Ihr seht, die Fische beißen noch. Also sie sind nicht wirklich groß geworden. Schöner Marsch eigentlich. Richtig schöner Marsch. Top. Hey. Jo. Yes. Ja, Petri! Vielen Dank! So, auf den kam er. Das war ein Granatenbiss auf jeden Fall. Lieber Johannes, Dankeschön. Lieber sehr Bernd, es freut mich sehr. Es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Fantastisch, danke.